Weiter geht's, ohne Gnade. Wir müssen jetzt in den Aufzug, um schnellstmöglich zur Kommzentrale zu kommen. Da sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Wir haben Zeitdruck. Ich habe mir am Anfang viel zu viel Zeit gelassen. Jetzt müssen wir das Ganze ein wenig beschleunigen. Ich hoffe, wir schaffen das. Und ich hoffe, ich bin überhaupt richtig. Ich hänge voll in der Schwebe. Der letzte Part war ja total durcheinander. Hoffen wir, dass wir jetzt langsam wieder hier ein bisschen System reinkriegen. So, sind wir jetzt auf der richtigen Ebene? Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind richtig. So, die nehmen wir mit. Und los. Ich hoffe, ich durfte jetzt wieder speichern. Ach, hier waren wir doch schon mal. Hier sind die Androiden. Verdammt, ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet da draußen auf uns. Apollo lässt mich nicht rein. Okay, hier sind überall Menschen. Und ich muss nach links. Okay. Ich möchte nach wie vor wenig Aufsehen erregen, auch wenn das gerade eigentlich das Alien hätte schon längst auf den Plan rufen müssen. Aber da sind überall bewaffnete Menschen und mit denen legt man sich nicht an. Wir gehen mal in den Schacht. Wo kommen wir denn hier hin? Aha. Jetzt sind wir hier. Ich könnte durchrennen, oder? Ich mach das auch mal. Einfach gehen, gehen, gehen. Sich nicht beurteilen lassen. Beurteilen, genau. Beirren, wollte ich sagen. Oh nee, komm schon. Ich hasse sowas. Mit dem Rücken zum Feind. Los, das macht doch bestimmt voll den Lärm. Schneller, Ripley, schneller. Ach Gott. Hebel, komm. Und runter. Durch. Mach auf! So, wir sind in der Kommzentrale. Können wir hier irgendwas drücken? Nein. Wir haben nur einen erschossenen Typen. Gut, dann gehen wir die Leiter hoch. Los. Ab geht's! Nutzen Sie das Ortungssystem, um die Torrents zu finden. Dann orten wir mal. Was muss ich drücken? Ah, okay, ich verstehe. Alles klar. Kleines Minispiel, okay. Dann hier nochmal. Was muss ich machen? Okay. War das richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war nicht richtig. Ich glaube, ich muss warten, bis die beiden Kreise übereinander liegen. Das wäre zumindest das Sinnvollste. Oder bis die Punkte in der Mitte da drin sind. Mal gucken. Es hat gepiept. Also war es richtig, oder? Boah, krass. Schaut euch das an. Ach, wir fahren hoch. Okay. Habe ich noch mehr Mitspieler? Oh, wie weit fahren wir denn hoch? Okay. Krasser Scheiß. Und nu? Da können wir noch was machen. Weltraumscanner einleiten. Ah, dasselbe nochmal, okay. Boah, ich krieg voll einen epileptischen Anfall von diesen Lichtern, ey. Gelb-blau, flimmern, gelb-blau. Trip des Lebens. Hab ich's geschafft? Oh, endlich. Jawohl. Ich hab sie gefunden, Ricardo. Müssen Sie noch die Schüsseln manuell auf die Position der Torrents ausrichten. Wie mache ich das? Verstanden. Ich gehe nach draußen. Klar. Gehen wir mal nach draußen. Warum auch nicht? So ein Weltraumspaziergang hat doch was Lauschiges. Na komm, lass mich klettern. Wir haben noch 30% Stabilität. Die Zeit sollten wir schnellstmöglich nutzen. Wie komme ich da jetzt hin? Wie,
komme ich nach draußen? Ich habe keine Ahnung, wie ich nach draußen komme. Vielleicht... Puh. Gute Frage. Gibt mir aber auch keiner irgendwie eine Hilfestellung, ne? Kriege ich jetzt hier eine Aktualisierung? Ich kann den Eingang zur Luftschleuse von hier aus entsperren. Einen Moment. Aha. EVA Preparation. Sehr schön, das ist hier. Ich hab's. Dann los. Tschüss. Ich gehe nach draußen und hier nicht. Mind the step. Okay. Achtung Stufe. Dann begeben wir uns doch mal nach draußen. Da ist auch schon der Raumanzug. Und eine kleine Schlüsselkarte. Oh, über die Stufe gestolpert. Mensch, habe ich nicht auf die Stufe geachtet. Zuerst speichern. Los, komm! So ist nett. Dann ziehen wir uns da mal um. Schicke Schüchchen an. Alter, das sieht so krass altmodisch aus. Überleg mal, heutzutage würden die so aussehen. Kannst du keinem erzählen. So. Dann gehen wir mal nach draußen. Ein wenig an die frische Luft. Haha, Luft im Weltall. Airlock. Wow, was passiert hier? Ich bin irgendwie fest. Boah, geil. Beeilung, wenn die Sevastopol erst fällt, ist die Kacke richtig am Dampf. Ja, was soll ich machen? Ich kann nicht schneller rennen. Ich würde gerne. Dieser ganze Weltraumschrott, ne? Der hier rumfliegt. Das wird in der Erdumlaufbahn wahrscheinlich auch nicht anders aussehen. Göttlich. Ah, mit der Kabine sind wir gerade, glaube ich, hochgefahren. Hier kann das sein. Wahnsinn. Müsst die Eindrücke richtig in euch aufsaugen. Das ist sowas, das erlebt man nicht alle Tage, so einen Weltraumspaziergang. Wahnsinnig schön, muss ich sagen. Schaut euch das mal an. Blicken in die Sonne, falls es eine Sonne ist oder eine Sonne. Ich weiß nicht, ob wir im Sol-System sind. Schau mal, mal fliegt die Scheiße hier rum. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das sind Dimensionen, die kann man sich nicht vorstellen. Jetzt wisst ihr auch, wofür dieser riesen Generator gebraucht wurde. Wenn man das alles hier irgendwie mit Strom bespeisen muss, da kommt schon was zusammen. Da kann meine Stromrechnung nicht mithalten. Die ist auch exorbitant übertrieben hoch, aber nicht so hoch wie hier wahrscheinlich. Okay, kann ich nichts machen. Dish Maintenance. Okay. Ah, ja gut, ich hätte es jetzt mit Teller übersetzt. Oder mit Geschirr. Aber ich denke mal, es wird auch für die Schüssel gelten. Weil es ja auch eine Art Geschirr ist. So würde ich es mir jetzt aus dem Zusammenhang übersetzen. Obwohl ich jetzt eher Antenne erwartet hätte. Koordinaten ins Terminal ein. Ja, mache ich. Scheiße, ich habe die Koordinaten nicht gemerkt. Da standen welche dran. Fuck, ich hoffe, er erinnert mich nochmal dran. Oh nein, ich habe mir die Koordinaten nicht gemerkt. Ihr wusstet doch an diesem Bildschirm, ne? Da standen doch so dran. A sowieso 35 oder so und B 10, glaube ich. Aber ich habe es mir nicht gemerkt. Shit. Oh oh. Ich hoffe, er sagt uns die Koordinaten nochmal durch. Es ist komplett dunkel. Klemmenfreigabe aktivieren. Das wird wahrscheinlich das hier sein. Notfallklemme entriegeln. Ich sehe halt original nichts, ne? Wo ist die scheiß Notfallklemme? Ah, da. Da ist sie. Ich glaube, das ist aber bewusst so geregelt, dass man nicht so wenig sieht. Dass man hier so wenig sieht. So rum wollte ich sagen. So. Ja, ich hab's entriegelt. Komm, lass mich jetzt hier riegeln. Diese Mechanismen total göttlich. Kann ich? Nein, noch nicht.
Dann schauen wir uns das Spektakel zu Ende an. Kann ich jetzt? Nein. Oh, jetzt wird es aber ein bisschen heller hier. Sehr schön. Kann ich jetzt? Nein. Ja, was ist denn nun? Ah, jetzt kann ich. Rechte Maustaste und knapp runter. Rechte Maustaste und knapp runter. Und rechte Maustaste und knapp runter. So. Jetzt den Hauptschalter wahrscheinlich. Und zack. Bewegt sich auf jeden Fall irgendwas. Wir gehen hier sicherheitshalber mal raus. Wer weiß, ob uns das Ding gleich um die Ohren fliegt. Ganz schön dunkel da unten gewesen. Im Darkroom. Okay, wir scheinen was verändert zu haben. Haben wir es geschafft? Oder muss ich da unten noch was machen? Hm. Irgendwie nicht so richtig, kann das? Ich habe aber jetzt auch keinen neuen Auftrag bekommen. Doch, ich glaube, wir müssen zurück. Wir müssen die Koordinaten... Ah, wir haben jetzt quasi die Schüssel ausgerichtet, damit wir danach die Koordinaten anpeilen können. Also so erkläre ich mir das jetzt. Mal schauen, ob ich recht behalte. Wie quälend langsam sie daher stolziert. Mensch, beweg dich. Das ganze Ding fliegt gleich auseinander. Los, komm. Beeile dich. Replay. Replay. Ah, voll gut, ne? Wie sie da endlich mal so ein bisschen was von ihrer Mutter jetzt gehört hat. Das hat sie ja die ganze Zeit darauf jetzt sehnlichst gewartet. Hat mich schon ein bisschen gefreut für die gute Amanda. Oh, bitte sag mir nicht, dass ich... Oh, zum Glück, es steht da. Muss ich dann noch was tun jetzt? Ja. 35a. Schon 35 Grad, ich brauche 35 Grad. So. Okay, ich glaube, ich habe es bestätigt. Mit E diesmal anstatt mit Enter wie sonst immer. Ja. Ah, 75, okay, alles klar. Ah, check. Cool, guck mal, das ist der Bildschirm aus der Observationskammer, wo wir gerade oben waren. Der wird hier quasi übertragen. 75 bin ich froh. So, das ist die 75. Und rein damit. Haben wir es geschafft? Übertragen Sie. Boah, krass. Diese Technik, ne? Sie hört mich. Schlechte Sachen, Torrance. Hier läuft ein Alien herum. Es ist tödlich. Sie müssen uns hier sofort rausholen. Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Bitte, Verlaine. Wir können nirgendwo andocken, Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter dem Raumfahrtterminal habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrance ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Dann kommen wir mit dem Schiff rüber. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Guck mal, da war doch gerade noch so ein Shuttle, ne? Mit dem wir komischerweise auf die Anisodora gekommen... Ach nee, das ist ja in die Luft geflogen, oder? Nee, das Shuttle nicht. Die Anisodora ist in die Luft geflogen.
Aber das Shuttle müsste da doch jetzt noch sein. Warum nehmen wir nicht das fucking Shuttle und fliegen damit zu Torrance? Frag ich mich jetzt so, persönlich. Das verstehe ich halt nicht. Aber gut, wir kriegen das schon hin. So schwer kann das ja nicht sein. It's no rocket science. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, dann marschieren wir mal wieder zurück. Ins traute Heim. Mit dem oder den Aliens, die hier rumrennen. Boah, wir haben der Valaine aber ordentlich was zu erzählen, wenn wir zurückkommen. Die wird Augen machen. Boah, hört ihr dieses Knarzen und Knacksen? Das hört sich nicht gut an. Das hört sich in der Tat nicht gut an. Aber wir müssen da durch, wir müssen das schaffen. Nur noch andocken lassen. Schau mal, da hinten brennt es auch schon. Ist das der Simon-Turm oder der andere? Ne, wir sind glaube ich im Simon-Turm, ne? Das sind ja drei Türme, die quasi miteinander verbunden sind über diesen Transit. Da geht schon ordentlich die Party. In welchem Turm war denn das Nest nochmal? Wisst ihr das noch? Auf jeden Fall irgendwo unten. Wie dem auch sei. Wir haben es geschafft, Freunde. Okay, ich werde hier irgendwie immer festgehalten in dieser Position. Das Druckausgleich. Geschafft. Und umziehen. Los, komm. Endlich raus aus den Sachen, wieder sprinten können. Sehr schön. Und? Schicke Schuhe an. Sehr gut. Speichern. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch heute wieder von euch verabschieden mit einem super romantischen Weltraumspaziergang, den wir zusammen durchgemacht haben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht in Richtung Landebucht.